Und dann hat die Kleine gepupst. Kinder. Kinder. Ja, was soll man mit Kindern? Das sind keine Kinder. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es den ersten Vlog mit Baby. Und heute ist nämlich auch unser erster Ausflug mit Baby. Also was heißt Ausflug? Wir fahren zu meiner Mama, die wohnt ungefähr eine Stunde von uns entfernt. Es ist ein halber Umzug, Leute. Ohne Mist. Ich saß gestern da, habe erstmal eine Liste geschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ich meine, ich brauche ja schon viele Sachen, aber noch mit Baby ist wirklich eine Katastrophe. Also das sind schon mal alle Sachen. Und es steht schon eine riesen Tasche bereit. Ja, und wundert euch nicht, meine Haare, warum die so wunderschön aussehen. Ich mache jetzt nämlich eine Komplettsanierung. Ich war schon bei der Maniküre. Heute geht es zum Friseur, weil ich wieder die Krise mit meinen Haaren bekomme. Ihr kennt ja das elendliche Thema mit meinen Haaren. Die passen mir einfach wieder nicht. Also ich muss mal gucken, was der liebe Giovanni so Schönes zaubern wird. Es muss ein anderer Schnitt her und vielleicht auch so farbtechnisch. Mal schauen. Ich lasse mich einfach mal überraschen und mal sehen, wie ich dann später aussehe. Was sich natürlich mit Baby auch noch extrem ändert, ist die Zeit. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher aufstehen, nein, sondern 5 Stunden am besten. Ich muss das noch ein wenig lernen, dass ich einfach jetzt ja, mehr Zeit benötige, weil ich muss nicht nur mich fertig machen, sondern auch die kleine süße Maus. Die ist übrigens jetzt noch am Schlafen. Und ja, ich muss mich nur noch anziehen. Gepackt ist ja zum Glück alles. Und dann muss ich die kleine Maus noch füttern. Und dann geht's los. So, wir sind jetzt, Schatz, du bist im Bild, verzieh dich. Wir sind jetzt fertig angezogen. Wir sind heute im Partnerlook. Süß, oder? Sag mal hallo, Schatzi. Hallo, ihr da draußen. Boah, hier sieht's aus. Ja, auf jeden Fall bleiben wir auch ein paar Tage bei meiner Mutti. Oh ne, man sieht die ganzen Wäschekörbe und was weiß ich, die denken, dass ich ein Messi bin. Bin ich aber nicht, ehrlich. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Sorry, ich habe echt einen Sprachfehler. Mein Mann lacht mich die ganze Zeit aus. Dann mach du das doch besser. Du hast keinen Sprachfehler, du bist einfach ein Fehler. Komm jetzt, wir sind spät dran, wie immer. Es ist so typisch immer. Ja. Egal, aber hier ist das kleine Mäuschen. Ich finde, die sind immer so gequetscht hier drin, aber die ist richtig gerne im Maxi-Cosi. Dann ist sie immer direkt ruhig. Wir haben noch früh am Morgen und es ist jetzt schon richtig heiß. Ich meine, ich finde das ja schön, aber schöner wäre es, wenn ich irgendwo am Strand liegen würde. Möchtest du auch was sagen, Schatz? Nö. Wieso? Möchtest du mal was aus deinem Leben erzählen? Wieso nicht? Wieso bist du so? So, ich bin jetzt schon hier beim Friseur. Ja, und wir werden auf jeden Fall Haare schneiden. Also, ich meine, die sind ja schon kurz. Aber ich möchte die wieder vorne länger haben und hinten dann etwas kürzer. Und dann werden sie noch gefärbt. So ein bisschen fresh gemacht. Little Schnui. Sie hat einen Spitznamen, Schnui. Unsere kleine Zuckermaus. So, wir sind jetzt bei meinen Eltern angekommen und ich wollte euch noch mein Ergebnis zeigen von den Haaren. Und zwar schaut das jetzt so aus. Also doch ein Stück kürzer. Aber vorne ist es halt länger und hinten dann ganz kurz, so wie ich das haben wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es ist wie von der Sonne geküsst. Also wir haben so ganz leichte Highlights reingemacht. Ich glaube, ich zeige euch das mal morgen, weil die Sonne jetzt weg ist und in der Sonne sieht das nämlich richtig gut aus. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin frisch aufgestanden, wie man sehen kann. Es ist richtig heiß heute auch. Also es ist einfach nur, ich bin jetzt schon richtig am Ölen. Ich mache mich jetzt fertig, dann esse ich was und dann gehen wir in die Stadt, weil ja, die Mutti zur Pediküre geht. Also gestern war ich ja beim Friseur. Die Nägel habe ich mir auch schon machen lassen und jetzt kommen die Fußnägel dran. Ja, also wie gesagt, ich habe eine komplette Renovierung dann hinter mir. Aber das tut echt gut, wirklich. Also das habe ich richtig gebraucht.
Ja, das sind die geilsten Putschen, die ich jemals gesehen habe. Von der Mama. Süß, oder? Hutti Jam Nana. Jam Nana, ja, Nana. Hutti Jam Nana, ich will Jam Nana eine Woche. Nee. Eine Woche. Meine Mutti will sie behalten. Ach, ich will Jam Nana auch. Stock. Mom, sing mal das Lied, was du singst für sie. Amma ne mishko, tena ke me khabte ra'e, zanna ke me suru sipi, khanna ke me amma ne mishko, tena ke me khabte ra'e, zanna ke me suru sipi, khanna ke me amma ne amma, lau mishko. So, wir haben es jetzt endlich rausgeschafft. Wir wollten eigentlich früher los, aber natürlich hat sich die Kleine gemeldet und wollte essen. Und das ist natürlich das Wichtigste. Das Kind muss erstmal ruhig gestellt werden und glücklich gemacht werden. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg in die City. Ja, die kleine Maus, der geht's richtig gut. Die schläft jetzt. Ja, und es ist halt richtig schön bei meiner Mama, weil sie sich auch sehr gut um die Kleine kümmert und ich kann mal ein bisschen entspannen. Ich finde, das hört sich immer so, wenn man das sagt, so vielleicht, dass viele denken so, guck mal, voll die Rabenmutter, die schiebt ihr Kind ab. Nein, aber nee, ne? Ja. Hier draußen sieht man das jetzt richtig schön mit den Haaren. Also es gefällt mir richtig auch gut. Schön, ja, Farbe schön. Ist auch richtig schön. Also vielen lieben Dank, Giovanni. So, ich war jetzt schön bei der Pediküre. Es war echt richtig schön. Und die hatten so einen Sessel mit so Massagefunktion. Habe ich natürlich alles auch schön in Anspruch genommen. Meine Mama war mit der Kleinen spazieren. Hat sie auch richtig gut gemacht. Ja? Ja. sie hat sie sogar gewickelt. Ja, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hier durch die Stadt. Ich wollte zu H&M. Für mich was schauen und vielleicht auch was für die Kleine, weil sie ja so wenige Sachen hat. Ja, aber nicht so manche. Ja, aber die haben immer so süße Sachen. Meine Tochter hat sich eine Ohrringe gekauft. Ja, ich habe mir auch mal was gegönnt. Die Ohrringe zeige ich euch dann später, wenn ich zu Hause bin. Das sind unsere Füße. Genau, also meine Mama hatte voll die schöne Farbe und ich habe sie nachgemacht, weil ich die Farbe so schön fand. Also finde ich auch. Die sehen wieder richtig schön frisch aus. So, wir sind jetzt hier im H&M und die haben wieder so süße Sachen hier. Das ist echt unglaublich. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Guckt euch das mal an. Ist das hier nicht süß? Oh. Mein Gott, die Schuhchen. Guck mal, die Schuhe. Aber sie sind noch klein für Elane. So, ich habe jetzt so ein Basic-Kleid an in Schwarz. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber... Ja, aber ich weiß nicht, ich habe so viele schwarze Kleidchen eigentlich, obwohl eins mehr oder weniger. Jetzt habe ich ein gestreiftes Kleid an, ist auch so ein Basic, aber das gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser, auch vom Stoff her. Ich wollte unbedingt einen Jeansrock haben, das sitzt auch eigentlich gut, aber Leute, guckt euch das mal an, das ist hier 3 Kilometer lang, sieht irgendwie total scheiße aus. Schade, weil sonst hätte ich das auf jeden Fall mitgenommen, aber das gefällt mir hier gar nicht. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Wir sind ein bisschen fertig. Meine arme Mama, die musste sich erstmal hinlegen. Ich wollte euch jetzt noch die Sachen zeigen, die wir gekauft haben. Also es sind nicht viele, nur ein paar. Auf jeden Fall habe ich ihr diesen Body gekauft. Ich finde das so süß, weil hier so, das ist hier so gehäkelt. Ja, dann habe ich hier einfach noch Söckchen gekauft, eine Nummer größer, weil ich habe echt das Gefühl, die kleine Maus hat kleine Bigfoot-Füße, weil die Socken zu Hause sind ja irgendwie alle zu klein geworden. Dann habe ich ihr noch die gekauft mit Rüschen. Es ist so ein Einteiler, mal nicht in rosa. Und das hier fand ich so süß. Es sind so kleine Erdbeeren drauf. Ist auch ein Einteiler. Oh, Schatzi! Ein Momentchen. Ja, und ich habe mir das Kleidchen mitgenommen, das, was ich anhatte bei H&M. Und dann habe ich mir noch diese Ohrringe gekauft beim Goldjuwelier. Ja, das ist unsere Ausbeute gewesen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein neuer Tag. Wir gehen jetzt mal der Mutti Hallo sagen und schauen mal, was sie so Leckeres macht. Hi. Hallo, Mutti. Hallo, mein Schatz. Mutti macht Schorba. Schorba. Joghurtsuppe. Ja, wir wollten mal gucken, was für so Leckeres macht. Ja, kannst gucken. Das Leben einer kurdischen Hausfrau. Ja. Guck mal, das konnte ich essen. Zucchini. Ah, lecker. Ich liebe das. Zwiebel,
Borona. Borona heißt das. Und das ist unsere Scheibe. Oh, das ist so lecker, Leute. Das ist Frischkäse mit Blätterteig und Rosenwasser war das, ne? Ja, und Pistazien. Und Pistazien. Auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Fertig. Willst du mal Hallo sagen, Jules? Hallo. 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 Die kleine Maus ist noch am Schlafen und wir spielen Schach. Möchtest du auch reden, Aurelchen? Und wir sind fast zu Ende. Nur, wir müssen noch ein bisschen spielen. Elana ist am Schlafen. Du hast dich gestern am Kinn aufgeratscht. Ja. Jetzt habe ich da ein Pflaster. Guck dir meine Videos immer. Ja, ich habe die immer auf der Maus Handy geguckt. Schau mal. Martin, können wir das gleich gucken, die Filme? Dein ja. Baby sogar. Ja. Hallo, ich bin Aurelia, bin 7 Jahre alt, bin schon in der Schule. Die Schule macht mir Spaß. Meine Schwester ist im Kindergarten, ist 5. So, gucken wir mal. Wo hast du dir denn wehgetan? Am Kinn? Ja. Tat das weh? Ja. Das ist auch schon das zweite Mal, ne, dass dir das passiert ist. Ha? Mhm. Aha. Müssen wir beide hier hin, Baba? Ja, und ich bin der Daddy. Der große Bruder von Sergi. Mutti, Mutti, Mutti. Und ich finde das hier gerade sehr interessant mit diesem Fischauge. Ja, wie gesagt, ich wollte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, sich selbst aufzunehmen, mit sich selber zu reden. Und das ist ja nicht immer so ganz easy pupisi. Ich sehe auch, ich muss das irgendwie höher halten oder niedriger. Ich weiß es gar nicht. Ah. Aha. Ja, meine Schwester hat mal gebeten. Oder sie hat mal gefragt, ob ich mal mit drauf kann. Ich weiß es aber nicht. Hm. Freeze? Ja, ist ja schon interessant sowas, ne? Ja, wie gesagt, ich bin der große Bruder. Yay! Bin 35 Jahre alt, bin Basenleiter bei der Deutschen Post, DHL. Alles was rund um Pakete, bin ich für zuständig. Das macht riesig Spaß, ne? Ja, wie gesagt, ich bin kein Blogger, aber ich finde das schon interessant. Was man immer so erzählt. Gestern habe ich dies gegessen, habe ich ein paar Blähungen gehabt. Julie, hast du jetzt gleich eine Kamera überhaupt? Ich sehe gerade, dass mein Shirt ja, etwas verschmutzt ist, aber was soll's. Mami Life halt, ne? Das ist Milch und Sabba und alles. Meine Nichten schlafen heute nämlich auch hier. Was sagt ihr zu eurer Cousine? Ich finde, dass die süß ist und die ist einfach für mein Herz. Oh, das hast du aber schön gesagt. Und Jules, was sagst du zu Elana? Sie ist süß und sie ist für mein Herzen auch. Oh. Sie ist ein Teil von unserer Familie und sie ist ein Teil von meinem Herzen. Ach, sie ist auch Aurelchen. Das hast du aber schön gesagt. Ich glaube, sie macht gerade einen Zeitdurchfall. Was macht sie? Sie macht gerade einen bisschen Durchfall. Nein. Nur Durchfall. Sonst oder würde sie weinen, wenn sie Durchfall hätte. Das ist aber jetzt ein Video. Nicht schlimm, Schatz. Was schneidest du raus? Dass du sagst, dass sie Durchfall hat. Aber ist doch nicht schlimm, Schatz. Doch, dann. Die wieso? Kamera manchmal hat man da. Doch Durchfall. Ja, wir hatten auch Durchfall. Jeder hat Durchfall. Hey, ist es doch nicht schlimm. Ey, Mädels, jeder hat mal Durchfall. Ich hatte auch mal Durchfall. Sogar wenn man groß ist. Nicht hauen. Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, geht's euch gut? Ja. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Elana, hast du auch gut geschlafen? Ja. So, für uns geht es jetzt ab nach Hause. Mein Bruder fährt uns jetzt. Also wir hatten wirklich 3 wunderschöne Tage bei meiner Mutti. Also es war richtig schön, auch mit meinen Nichten. Gleich schläft sie bestimmt ein, wie ich sie kenne. Ja, und sonst so, Alan, bei dir? Alles gut? Alles gut. Wie immer. Schlechten Menschen geht's immer gut. Genau.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon von meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich. Und ich denke mal, es wird jetzt öfters mal sowas kommen. Halt, dass ihr seht, wie unser Alltag so abläuft oder was wir so Schönes machen. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.